Hannes Quack und willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen Infovideo. Im Hintergrund habe ich hier ein CSGO Overwatch, werde auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, aber nicht so zu 100%. Denn gibt eine Ankündigung zu machen. Wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, habe ich die letzten Tage zweimal den Stream angeworfen. Schöner Kill. Aber auf meinem eigenen Twitch-Kanal. Jetzt ist bestimmt die Frage, warum das? Was heißt das? Ist irgendwas zwischen euch vorgefallen, zwischen dir und Dalu? Nee, rein gar nicht. Aber die letzten Monate, Wochen, Monate, eigentlich schon viel zu lange, geht es bei mir auf dem Kanal und in meiner Community, also bei euch sozusagen, gibt es nicht so viel Zuwachs. Es geht nicht wirklich voran. Finanziell sieht es am Ende des Monats leider immer noch sehr düster bei mir aus. Und es war einfach für mich so der Moment gekommen, wo ich sagen muss, okay, ich muss einfach anfangen, auf eigenen Beinen und aus eigener Kraft heraus sozusagen meine Community zum Wachsen zu bringen, voranzutreiben. Heißt nicht, dass ich nichts mehr miteinander zu tun haben will. Überhaupt nicht, gar nicht, gar nichts. Das ist der einzige Grund, ist meine finanzielle Misslage, dass ich an der was ändern muss und möchte. Und an meinem Wachstum, dass das einfach leider nicht so wirklich vorhanden ist. Und ich einfach gerne mehr Community aufbauen möchte, mehr mit euch machen möchte, mehr auf euch eingehen möchte, euch mehr bieten möchte. Und das sind die einzigen beiden Gründe. Er scheint hier einen Wallhack zu haben übrigens. Ja, er hat einen Wallhack. Und er ist unfähig. Das sind die einzigen beiden Gründe, warum ich auf meinen Twitch-Kanal gehen mag. Ja. Dreist einfach jeden durch die Wand anguckt. Das sind wirklich die einzigen Gründe. Deswegen wird es tatsächlich bei mir auf dem Kanal jetzt Streams geben. Was das für Auswirkungen hat, sonst wird sich mit der Zeit zeigen. Wie gesagt, meine einzige Intention war wirklich nur aus eigener Kraft wieder zu wachsen, voranzukommen, weil sich bei mir einfach was ändern muss, ich was ändern möchte. Und hoffe, ihr habt da Verständnis für. Wie gesagt, ich mag die anderen Dudes nach wie vor. Ja, es ist ja, wie gesagt, zwischen uns nichts vorgefallen. Es geht einfach nur darum, dass ich aus eigener Kraft meinen ganzen Kanal und alles vorantreiben möchte. Hoffe, ihr versteht es und würde euch sehr, sehr gerne und sehr herzlich auf meinem Kanal willkommen heißen. Ja, wäre zumindest, was ich vorhab. Und würde mich da sehr freuen, wenn ihr das annehmt, wenn ihr euch da freut und Bock drauf habt. Mal gucken, was er macht. Er weiß ja, dass da Emu sitzt. Hab auch auf jeden Fall eine sehr coole Idee, als ich bei meinen Eltern war. Hatten die so coole Gartenfiguren. Ja, so Figuren. Wow, Emu ist halt auch, sagt halt hart. So Figuren, die so verrückt aussahen, so kleine Entchen und so weiter, waren Vögel. Und ich habe gedacht, ey geil, so machst du Enten draus. Gerade im Hinblick auf, ich hoffe natürlich dann irgendwann gepartnert zu werden. Und auch für den Merch auf elbster.de sind die super cool. Könnt ihr unter dem Stream schon mal sehen, zwei Stück haben wir fertig. So eine bisschen verrückte Ente und so die Nerd-Ente, die bei den PC-Specs steht. Ich hoffe, das gefällt euch. Mein Kanal-Design wird sich auch auf YouTube dahingehend ein bisschen ändern. Dass ich sozusagen diese kleinen Enten ein bisschen mehr mit einbeziehen möchte und mehr so ein Konzept komplett über Twitch, YouTube, Merch und alles widerlegen möchte. Und bin da sehr, sehr freudig und hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Wie gesagt, würde mich freuen, euch auf Twitch auch willkommen heißen zu können. Wenn wir es hinkriegen, dass unsere Community, die Entenfamilie sozusagen wieder wächst. Und bin da aber eigentlich guter Dinge. Wie gesagt, das ist der einzige Grund dahinter. Gibt kein böses Blut, kein gar nichts. Ja, nur, dass da kein Drama entsteht, weil es ist nichts vorgefallen. Ich muss nur gucken, wie ich was ändere, damit es bei mir besser läuft und wieder vorangeht. Und der Typ halt einfach dreist an. Der hat einen Aimer und einen Ballhack auf jeden Fall an. Sonst glaube ich nichts. Bunnyhaus hat er nicht gemacht. Creeping hat er nicht betrieben. Naja, definitiv ein Aimer. Weil die Flicks macht er nicht noch davor mit der 5-7. Den Flick hat er nicht gemacht. Der andere steht im Spawn, wie er weiß. Ja, direkt auf den Kopf. 13-0 ist halt dreist, ne? 20-0-3, aber auch die anderen haben auch viel Kills, so. Er ist halt an sich auch nicht gut. Ich habe auch extra die Lautstärke ein bisschen leiser gemacht. Jetzt kannst du wieder ein bisschen lauter machen. So wie sie war. Einfach nur, damit ihr mich wirklich besser versteht. War mir einfach ein Anliegen, das auch als Info rauszuhauen. Logischerweise, dass ihr wisst, dass wenn ich streame, dass er auf meinem Kanal jetzt ist. Und ihr auch gerne eingeladen seid. Ihr dürftet es auch jetzt, wenn ich live bin, in den YouTube-Videos selbst und links eingeblendet. Ihr kennt das bestimmt schon. Hab ich auf jeden Fall aktiviert. Und war für mich einfach an der Zeit, auf meinem Kanal was zu machen. Und ich hoffe, dass das sehr bald Früchte trägt. Dass wir da wachsen können gemeinsam. Und freue mich einfach drauf. Und hoffe, ihr euch auch.
Aber das Overwatch dürfte tatsächlich auch bald vorbei sein, das ist ja halt Captain Obvious. Vor allem das Dreiste an ihm ist einfach, er weiß, dass da der Gegner sitzt, aber er zielt nicht schon vor dahin, sondern er lässt auch einfach nicht nur seinen Wallhack für sich arbeiten, sondern auch sein Aimbot. Er ist sogar zu faul, einfach irgendwo hinzuzielen. Er zielt einfach grob und klickt dann los, weil dann zieht der Aimbot ja automatisch. Das ist halt richtig dreist. Wenn wir jetzt gerade eh noch so ein bisschen gequatscht haben, für die einen oder anderen, Gamescom sind wir natürlich auch wieder am Start. Ja? Da bin ich von mittwochs bis freitags, samstags leider nicht, da sind meine Freundin und ich auf eine Hochzeit eingeladen, leider nicht mehr da. Aber wer von euch da ist, Mittwoch bis Freitag, ja, Bock hat sich zu treffen, einfach immer mal wieder ein bisschen Twitter schauen, auch generell, ne, Streams, wenn die sind. Und wenn ich irgendwie mal nicht zu Hause bin, nicht da bin, was auch immer, weil ich bei der Freundin bin oder so. Und dann kein Stream stattfindet, alles auf Twitter, einfach, wenn ihr da Interesse dran habt und da auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne einfach mal auf Twitter mir folgen. Möchte da auch natürlich ein bisschen aktiver sein. Und Gamescom, würde mich super freuen, wieder da den einen oder anderen von euch zu treffen, war die letzten Jahre immer super cool, freut mich immer sehr. Und da ist er tatsächlich gestorben, der Low. Zielhilfe, Sichthilfe, definitiv an, den Rest nicht. Wenn es euch gefallen hat, ihr die Info gefällt, ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne und bitte in die Kommentare, was ihr von der Entscheidung haltet, ob ihr die nachvollziehen könnt. Und auch, ob ihr Lust drauf habt, mich auf meinem Stream dann sozusagen zu besuchen und zu unterstützen. Würde mich sehr freuen. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Entscheidung. Denke, die ist nachvollziehbar, weil es ist einfach lange Monate so gelaufen, ohne dass es viel getan hat. Und war einfach an der Zeit, dass ich daran was ändere. Ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Und freue mich einfach drauf. Mit euch gemeinsam. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Wir geben das Urteil ab. Der Cheater darf einmal verschwinden. Bis die Tage. Haut rein, macht's gut und ciao.